Keine weiteren Fragen. Kann ich ja stattdessen eine Kaffeetasse reinlegen? Wie komme ich denn jetzt rein, bitte? Wheatley, mein gutes Star, du müsstest schon aus dem Weg gehen, ne? Ach so, natürlich. Sag das doch. Ich stelle da mal eine Kaffeetasse rein stattdessen. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Fließband anhalten? Das werde ich hier gescannt, ha? Es gibt eine Errungenschaft? Echt jetzt? Okay, bockt die aber nicht wirklich. Ja, gut, okay. Dann funktioniert das so also nicht. Was ist los? Ja, ich bin kurz davor, keine Sorge. Wir kriegen das gleich hin. Na schön, folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. In aller Stille. Ja, finde ich gut. Sag mal, sind diese Zuckungen eigentlich normal, Kumpel? Oh, warte, ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Ach, komm schon. Vorlage. Antwort. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich ihr aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Was hältst du von der Idee? Alter? Aber der Turm ist doch weg. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Anscheinend. Vorlage. Also ich glaube, es wäre nicht das Unsinnigste, hier durchzukommen. Etwas anderes scannen lassen. Antwort. Ja, die Idee hatte ich auch schon. Ich habe ja schon eine Kaffeetasse hingestellt. Und mich. Aber wenn ich mich hier hinstelle. So, das Korrekte. Wird jetzt trotzdem durchgelassen. Wir stellen einen dieser fehlerhaften Türme in den Scanner und sehen, was passiert. Ey, die Idee finde ich gut. Kommen wir da dran? Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Ach, warte mal. Kann ich ihn hier auffangen? Geht das? Vorlage. Antwort. Okay. Vorlage. Antwort. Ja, das geht. Okay. Antwort. Dann können wir den ja jetzt da reinstellen. Vorlage. Antwort. Bin ich mal gespannt, wenn wir gleich in die Testkammer kommen. Da sind nur noch diese kaputten. Mal sehen, was der Schrott. Neue Vorlage akzeptiert. Es klappt! Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mache uns die Tür auf. Antwort. Hallo. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Antwort. Ja, das klingt beeindruckender, wenn man vorher eine extra große Zeit eingibt, ne? Okay, weiter geht's. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen, aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Okay, alles klar. Weiter geht's.
Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Wäre dann, die ist schon klar, dass ich da so nicht hinkomme. Ein Schulungsraum, vermutlich. Da oben ist der Beamer. Kann man, glaube ich, nicht einschalten. Nee, sieht nicht so aus. Kann ich eine... Ich will so einen Schuhkarton mitnehmen. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Okay. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Sekunde. Okay, die Nachricht muss noch eine Sekunde warten. Die Aufnahme geht ja eh nicht mehr lang. Ziemlich krakelig, ja? Yes, totally wow. Ah ja. Was Lemon Battery? Okay. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Jetzt, Alter. Oh Mann. Was ist das hier denn bitte? Okay. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Das ist eine Kartoffel? Also zugegeben, das ist beeindruckend. Was steht da? Energy of the Future. Aha, die Energie der Zukunft ist Kartoffelstrom. Das glaube ich jetzt doch weniger, aber diese Kartoffel für sich genommen? Echt beeindruckend, echt beeindruckend. Okay, hier geht's also nicht weiter. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja, das hoffe ich mal. Zumindest geht es immer weiter bergab. Das ist total gut, wenn wir an die Oberfläche kommen wollen. Ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Oder auch nicht, alles klar. Okay, hier lang. Das sieht nach einer neuen Ladeschleuse aus. Jo. Alles klar. Bin ich mal gespannt, wie lange diese Reise hier noch andauern wird. Was ist das denn? Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Klingt nach einem Plan für mich. Ist ja unglaublich. Da will ich gar nicht wissen, was die vorhat mit so einer Produktion. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Oh. Oh. Okay. Du sadistisches Etwas. Naja, andererseits, wer sinnlos andere Leute beschießt,
Hat es vielleicht auch nicht besser verdient. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Das ist mal ein großer Laser. Am besten, wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Gut. Besinnliche Stille also. Rätselhafte Taste. Oh, Entschuldigung. Stille. Kein Wort mehr. Bewusstes Schweigen. Wir sind von Stille umgeben. Da sinkt sie herab. Weißt du was, ich finde die Kommentare zwar ganz lustig, Schweigen. Aber ich drücke jetzt drauf. Wer weiß, was die Taste... Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Okay. B. Okay. Legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön. Was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Okay, hier können wir nichts machen. Ein Stuhl. Ich kann einen Stuhl mitnehmen. Darf ich damit die Scheibe einschlagen? Was Wichtiges angezeigt wird, wie zum Beispiel Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches, Antwort ja. Da dreht sich was. Komisch. Eine Bodenplatte, wozu die wohl gut ist. Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Stifte, die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Wenn wir alles aufschreiben, was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt, Stifte etwa. Wir bleiben besser bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um Sachen, die nicht da sind. Okay, überlassen wir Wheatley einfach mal seinen eigenen Überlegungen. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass der zu einem besonders tollen Ergebnis kommt. Das sieht nach einem Plan aus. Ich bin vom internationalen Nervengift-Überwachungsgremium der Vereinigten Arabischen Emirate. Hallo. Passiert nichts. Die sind echt auf Zack hier. Na, dann muss ich wohl die Hacker-Tricks der absoluten Profiklasse abrufen. Ich bin gespannt. Haben sie nicht anders gewollt. Sieh nur, ein Vogel. Wunderschönes Geschöpf. Prachtvolles Gefieder. Majestätisch. Gleich fliegt er wieder weg. Schau schnell hin, so eine Chance bietet sich nur einmal im Leben. So ein schönes Tier, einfach einmalig. Warum habe ich das Gefühl, dass du keine Ahnung hast, was du da tust? Nervengift. Das ist morgen auch noch da, aber der Vogel, der ist gleich. Schau, hat er sich schon von seinem. Okay, kommen wir hier irgendwo an eine Portalfläche? Ja. Kommen wir dort an eine Portalfläche? Antwort auch ja, das haben wir Oh. Okay, alles klar, alles klar. Na, das ist ja, also, ne? Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter, entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. Los ist gut. Weiter. Alles klar, alles klar. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja, warte. Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Oh. Okay. Das läuft davon. Wir können direkt zu ihr durch. Ich kann nicht mehr. Komm schon. Los, wir müssen hier weg. Okay. Oh. Sollte das so?